So, guten Morgen, Knas, RDLP hier und weiter geht's mit Genshin Impact. Ja, es geht weiter. Gestern haben wir Lisa kennengelernt, die alles und jeden unter Strom setzt, ja. Und ich finde, das ist bisher der beste Charakter, mit dem ich gespielt habe. Es wird jetzt auf jeden Fall RD4 erstmal aufgewertet und dann, wenn ich Platz habe, dann noch der 6-Sterne-Charakter Lisa. Und es freut mich jeden Tag, diese knuffige Palma wieder zu sehen. Ey, es ist so knuff. Oh Gott, guckt mal. Oh nee, Leute. Kann man sich gar nicht konzentrieren aufs Spiel. Naja, okay. Es gibt anscheinend auch so, ich habe mir jetzt mal ein paar Tutorials reingezogen, weil das war ja echt peinlich, wie ich mich hier verhalten habe und nichts hinbekommen habe. Man kann hier beim Händler gucken, ja, falls das jemand von euch wissen will, und hier Urgestein kaufen, habe ich natürlich direkt gemacht. Nee, Quatsch. Und das brauchst du halt, um beten zu können. Denn ich habe viel zu wenig Urgestein. Und es gibt auch irgendwo Daily Login-Bonusse, habe ich gesehen. Ich glaube, bei Nachrichten war das. Ja, alle einsammeln. Mache ich mal direkt. Wie viel habe ich jetzt bekommen an Urgestein? 10 vorbestimmte Schicksale. Porsche Cayman S, Leute. Ja, saubere Sache. Ja, geiles Ding. Ich kann mir das jetzt holen. Ich kann beten gehen. Leute, das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. So, und hier bei Aufträge kannst du zum Beispiel. Ich habe ja gestern das freigeschaltet. Ach so, sorry. Wo waren das jetzt? Hier gab es irgendwo. Ah, goddammit. Ich will euch das hier auch alles zeigen, falls sich jemand genauso wenig in diesem Spiel auskennt. Naritos Mausdrift, ihr könnt wegschalten. Ihr seid ja sowieso die übelsten Profis. Ihr habt das Spiel ja quasi mitentwickelt. Genau, das muss ich hier machen, den Exkursionsvorschritt. Weil, wenn du das hast, dann kriegst du ja auch direkt 50 Urgestein hinterhergeworfen. Das muss natürlich gemacht werden. Aber wir werden jetzt erstmal beten. Also, ich habe die ja jetzt am Start. 12 Urgestein, 1883. Ich könnte mir sogar noch was kaufen. Und dann machen wir direkt. So, das ist hier, ne? Achso, ne. Ja, das bringt ja nichts. Ne, ich mach das Gebet für Anfänger. Dann haben wir nämlich direkt mal einen 4-Sterne-Charakter. Und zwar das Mannsweib Noel. Ich mach das jetzt einfach. Soll ich, Jungs? Ich meine, was soll ich mit der Trantüte? Die mag ich sowieso nicht, diese Klee. Auch wenn das 5 Sterne ist, aber die wirkt irgendwie so wie eine Psychopathin in den Videos, ja. Die macht so auf knuffig, aber schlachtet dann alle ab. Wir nehmen Noelle, komm. Jalo Capallo. Vielleicht kriege ich ja sogar drei 5-Sterne-Charaktere jetzt. Das wäre der absolute Hit. Bei meinem Glück kriege ich nicht mal Noelle. RDLP spielt einmal Lotto im Real Life und hat direkt 20 Millionen verloren. So läuft das bei mir. Okay. Komm, 4-Sterne-Waffe. Nein. Komm, das ist eine 4-Sterne-Waffe. Nein. Komm, das ist eine 5-Sterne-Waffe. Nein. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Was soll ich damit anfangen? Was soll ich mit so einem Bogen? Kann ich so einen Bogen eigentlich auch meinem Hauptcharakter geben, dass die kein Schwert mehr hat? Aber was soll das bringen? Schwarze Quaste. Ja, Jungs! Porsche! Ich hab Noel freigeschaltet! Nehmt das, das hättet ihr nie hinbekommen! Guck mal, was ich für ein Glück hab! Ja, Mann! Geil! Noel, mit der hab ich. Die wollte ich unbedingt bekommen! Was ein Glück kann man haben, Jungs! So, Rabenbogen. Ja. Ein rabenschwarzer Tag. Ich hab den Rabenbogen nur gezogen. Ich hätte gern den Flamingobogen gezogen. Der hat nämlich 10 Sterne. Naja, wie das ist alles? Das ist ja. Und das habe ich schon, oder was? Es ist ja wohl voll die Flaute hier gewesen. Okay. Und was bekomme ich hier? Das bringt ja gar nichts hier. Was soll ich damit? Ich mache jetzt immer das Gebet für Anfänger. Vielleicht kriege ich da ein paar 5-Sterne-Charaktere. Ja, das ist jetzt nicht der Hit gewesen. Das ist Noelle. Okay, die hat anscheinend eine krasse Waffe. Was ist das für ein Riesending, ey? Wie kann die so ein 500-Kilo-Schwert tragen? Ja, Wahnsinn. Wechseln. Stufe 1? Ja, weg damit. Das braucht doch kein Mensch hier. Wie, die habe ich ja alle doppelt. Das ist ja wohl komplett scheiße. So, wie sieht das jetzt aus? Jetzt hast du so eine geile Keule. Ja, geile Sache, die nimmt sie. Was hat sie hier für eine. Kenntnisse für den Angriff. Schutzschilde halten Schaden von einer Figur ab. Bei zu viel Schaden jedoch bricht der Schild irgendwann. Wisst ihr, hat nur ein Schutzschild?
Das ist ja wohl jetzt die totale Flaute. Katze, geh weg. Ups, sorry, ich wusste nicht, dass es geht. So, aber anscheinend kann ich jetzt meiner Hauptcharaktere nicht einfach den Bogen geben. Nee, die muss ein Schwert haben. Das ist ja scheiße. Ja, die ist ja viel besser. Und das passt auch farblich zum Kleid, nicht so wie die Waffe. Dann nehmen wir die Waffe. Wechseln wir. Dann kriegt Amber jetzt auch den anderen Bogen. Wechseln. Ja, Digi, wieso laufe ich denn noch mit dem herum? Basisangriff 39, 38, 40 nehmen wir. Aber der passt farblich nicht ganz zum Outfit. Naja, okay. So, das braucht Amber natürlich auch alles. Warte, können zwei Charaktere... Ne, das ist von RD4 ausgerüstet. Artefakte. Okay, also Federn habe ich eine Menge. Also, wie gesagt, RD4 wird mein stärkster Charakter. Weil, ja, es ist halt mein Hauptcharakter. Mit dem spiele ich und ich sehe es einfach nicht ein, hier irgend so einen Schwachkopf wie Keiichi aufzuwerten. Ist nur meine persönliche Meinung. Gut, dann kriegt sie jetzt die hier. Alter, jetzt habe ich richtig viel Lebensenergie. Ah gut, das habe ich nämlich noch nicht ausgestattet. Gut, dann... RD4 kriegt das Stärkste von allem. Alter, jetzt ist RD4 halt total overpowered. Das Spiel ist quasi durchgespielt. Okay, das bringt gar nichts. Gut, dann muss ich ja mal die Figur wechseln. Damit kommt Lisa jetzt nämlich auch alles in den Arsch geblasen. Was sage ich hier eigentlich? So, Artefakte. So, das ist von RD4 ausgestattet. Dann bekommt sie das hier. Da bekommt sie... Das sieht schick aus. Ja, das muss schick aussehen. Das muss nicht gut sein. So, dann bekommt sie diese Feder oder... Ja, warum nicht? Das passt farblich. Und dann bekommt sie diese Blume. So, die anderen... Aber kann Noelle wirklich nur so ein doofes Schutzschild machen? Weil das bringt ja überhaupt nichts. Das ist ja lächerlich. Also den Charakter werde ich niemals benutzen. So, ich muss jetzt auch mal Gas geben so langsam. Anlegen. Anlegen. Amber bekommt gar keine Ausstattung, die kann mich mal. So. Und dann bekommt sie das hier. Das kann ich hier nicht, das kann ich nicht. Okay. Der 4-Sterne-Charakter wird am schlechtesten aufgewertet, ist eh klar, RD. So. Dann laufen wir aber jetzt mal wieder mit RD4 rum. Und dann mache ich erstmal Keiichis Problem, weil Keiichi hat ein ganz wichtiges Problem. Der olle Saftsack kann es natürlich nicht alleine lösen, weil er ein Saftsack ist. Wo laufe ich überhaupt hin? Und deshalb muss ich ihm jetzt helfen. Der Typ wäre komplett aufgeschmissen ohne mich. Es ist einfach so. Junge, wo muss ich denn hin? Ah, ich finde den Hans schon wieder nicht. Mann, Keiichi. Und der macht sich einfach unsichtbar. Ist eh klar. Keiichi, wo bist du? Was ist das da hinten? Das leuchtet so komisch. Könnte ein Teleportationspunkt sein. 5 Urgestein, Wahnsinn. Aber das ist ja nicht so schlecht. Ah, dieses Spiel finde ich so gut. Ohne Witz, mir gefällt das richtig gut. So, da muss ich glaube ich da oben hin. Ist schon scheiße, wenn man keinen Wegpunkt hat dahin. Aber ja, Keiichi steht da oben. Natürlich muss er am höchsten Punkt der Map stehen. Der will natürlich wieder, dass ich bald Beine wie Tim Wiese habe. Ja, natürlich. Ja, Keiichi, wo bist denn du? Das ist nicht Keiichi. So. Entschuldigung, Leute. Ja, da steht der olle Hans. Weiß wieder nichts mit sich anzufangen. Ich regel dein Problem, an dem du schon seit Monaten scheiterst, eben in 2 Minuten. Gar kein Problem, Keiichi. Ja, jetzt steck mal nicht den Kopf in den Sand. RD4 und Paimon regeln das. Was ist denn los, Keiichi? Lasst euch normalerweise...
これは千の風に感謝しないとな。今お前に出会えたこと。Das sagen die Leute auch immer zu mir, wenn sie mich kennenlernen. Ja, natürlich. Die Party ist total lahm. Erde 4 kommt drauf. Gott sei Dank ist Erde 4 hier. Jetzt wird die Party super. So, ich habe gar nicht zugehört. Ja, Paimon, ich schleim mich auch schon die ganze Zeit bei dir ein. Wenn ich keine Zeit hätte, dann erzähl mir doch bitte, was passiert ist. Kommt zum Punkt, Keiji. Ja, ja, nur ich. Ich wusste es. Der lockt uns in den Hinterhalt. Ich hab's doch gesagt. Keiji, den kann man nicht trauen. Ich pack schon mal die Panzerfaust aus. Der will mich locker abschlachten hinterm Haus. Das kenne ich doch. Ja, da bist du in der Bar und dann kommt so ein Typ, ey, ich muss dir was ganz Wichtiges hinter Müllcontainer zeigen. Dann gehst du da hin und dann wartet da schon seine ganze Gang. Ja, auf keinen Fall fange ich auf diesen alten Trick rein, Keiji. Du kannst mich mal. Na, ganz toll. Egal, ich habe ja Paimon dabei. Paimon regelt das kurz. Paimon tut die ganze Zeit auch so knuffig, aber in Wahrheit ist es schon Abenteuerstufe 2000. Ja, los jetzt. Ich sag ja, kaum hat man Keiji-Auftrag, stürzt das Spiel schon wieder ab. Ja, was ist nun? Ich warte. Oh Mann. Kann ich auch noch in meine E-Mails checken. Das ist ja wieder klar. Video geht auch schon 10 Minuten. RDLP hat noch nichts erreicht. Super Sache. Ja, hallo. Ja gut, was soll ich euch erzählen, Leute? Das Spiel hängt ein bisschen. Aber das ist ja nichts Neues. Ja, supi! Ja, Programm schließen. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Oh, kann wohl nicht wahr sein hier. Das kann ich ganz schön nochmal starten. Wenn ich mir den Hans nochmal anhören muss, ne, dann raste ich aber komplett aus. Oh Mann, das Spiel stürzt so oft ab bei mir. Es ist unfassbar. Ja, ich habe keine Epilepsie, jetzt sieh mal zu. So. Das ist alles Keijis Schuld wieder, aber sowas von. Na, geht doch. Ja, toll, ich muss echt nochmal mit dem Hans reden, dann stürzt das Spiel doch gleich wieder ab. Was ist denn los, Keiji? Bla bla bla. Bliblablub, ich bin Keiji, ich bin eine Memme. Ich will dich jetzt hinterm Haus verprügeln, natürlich. Ja, diesmal teleportiere ich mich aus der Tür, bevor das hier wieder abstürzt. Nee, komm, das muss ja wohl gehen hier. Komm schon, Spiel, das kannst du mir jetzt nicht antun. Ja, jetzt läuft der Laden. Ja, jetzt geht's plötzlich. Was ist denn das für eine Grütze? Na, egal. So. Ja, natürlich. Jetzt muss ich ihm... Ah, oh, Mann, was stehst du denn hier beim Springbrunnen? Der will mir doch keinen Heiratsantrag jetzt schon machen, oder was? Kann doch wohl nicht wahr sein. Der will mir echt einen Heiratsantrag machen vor dieser idyllischen Windmühle. Das kannst du mal sowas von vergessen. Nicht mal, wenn du der letzte Keiji auf der Welt wärst. Siehst du, deswegen mag ich Paimon so, weil die ist auch schon angepisst von dem Typen. Du schläfst noch mit Nachtlicht, das ist kein Geheimnis, das ist Mondstadt bekannt. Ja, ist ja gut. Paimon Ehrenmann, der würde ich jedes Geheimnis anvertrauen. Also wenn jemand die Klappe halten kann und vertrauenswürdig ist, dann ja wohl Paimon. Wow. Was ein schlimmes Geheimnis. Das ist so langweilig, das will ich nicht mal jemandem erzählen. Ja, ja,
Doch, ich glaub dir, aber wen interessiert's? Ora, miro. Kono Gantai wa Kaizok de aru Sofu no Iden nanda. Chi ga tsunagatte iru akashi daro? Ach so, ich dachte, die hast du auf, weil du irgendwie so ein Karneval-Fan bist. Ah ja, sogar schon vererbt. Frappierend. Oh, das ist ein geiles Wort. Ah, das benutze ich auch manchmal. Oh Mann. Die paar Cent Münzen kann er behalten. Paimon, ich hab doch schon einen Schatz. Und zwar dich, mein kleiner Schatzi. Oh, die ist so knuffig. Ach, guck mal. Oh. Oh, Paimon. Oh Gott, ein Rätsel. Sie ist so süß. Sie freut sich so wie so ein kleines Kind zu Weihnachten. Das ist so süß. Oder eine Honigmöhrenfleischpfanne. Wow, bestimmt so ein 0,5-Sterne-Schwert. Oh, nee. Ja, ja. Krass, ich hätte trotzdem lieber Edelsteine. Dann könnte ich nämlich Jean bestechen, dass du dich entlässt, aber okay. その剣を手にした瞬間、雷鳴はとどろき、海は荒れ狂い、晴天だった海原に突如として竜巻が現れる。神剣の力で、祖父は8つの頭を持つ海蛇や銀髪のサキュバス。 Ja, ist klar, der labert hier einen Krempel. Und ich habe gestern gegen 20 Riesen, 7 Gartenzwerge, die lebendig geworden sind, und gegen Regenwürmer gekämpft. Ja, ich kann genauso nur Scheiße erzählen. Ich sag da gar nichts zu, ich bin einfach sprachlos. Ach komm, der Typ hat doch letzte Nacht nur schlecht geträumt, als ob das alles passiert ist. Ja, natürlich nicht. Easy going, wir holen kurz das Schwert, dann kriegt Paimon auch endlich meine Waffe. Paimon redet immer für mich mit, aber Paimon ist auch mein Chef. Ein Wahnsinnsteil. Ja, okay. Glaubst du das wirklich? Denkst du, dass die Geschichten wirklich wahr sind? Ja, natürlich. Ich dachte, du lebst schon 1000 Jahre. Wieso kannst du das denn nicht wissen? Na gut. Geh zur Abenteuergilde und erkundige dich. Die können mich alle mal. Ich bin RD4, ich weiß alles. Warte, ich kann mich hier hinsetzen. Oh, ist das idyllisch. Na egal. Nie davon hier eine Pause machen. Kompletter Speedrun von RDLP hier. Warte, da war ein Schmetterling, den will ich essen. Was? Oh Mann. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Wo ist denn die Abenteuergilde nochmal? Nein! Bin runtergeplumpst. Hallo, wo ist die? Geht zur Abenteuergilde.
Auftragsgebiet erreicht. Ja, ist ja der helle Wahnsinn. Ich weiß nicht mehr, wo die Abenteuergilde ist. Glaubst du, ich merke mir hier jeden Standort oder was? Hä, wo ist denn das? Also ich bin hier im Einsatzgebiet. Im Einsatzgebiet. Auftragsgebiet erreicht, ja ganz toll. Wo ist denn die Abenteuergilde? Hallo? Wieso begrüßt mich denn hier keiner? Kann wohl nicht wahr sein. Also beim letzten Mal war die doch irgendwo hier. Glory, ich habe jetzt keine Zeit mit dir zu schnacken. Hä? Ja. Ich suche ja danach. Ja, jetzt hör mir auf, die Ohren voll zu beten. Ich habe hier selber Probleme. Beziehungsweise, das sind nicht mal meine Probleme. Keiji hat's ja wieder verzapft. Ah, hier, mit dem muss ich, glaube ich, reden. Willkommen in der Abenteuergilde. Wir suchen nach... Ist mir egal, wer das ist. Der sieht vertrauenswürdig aus mit diesem... Der hat irgendwie die Hälfte seiner Brille verloren. Püh, sowas Langweiliges. Dafür sind wir natürlich nicht hier. Also Paimon ist auch ein bisschen leichtgläubig. Ja, sie ist direkt so. Bam, bam, das ist das tollste Schwert aller Zeiten. Wir müssen es holen, nur weil Keiji das gesagt hat. Paimon wird mich noch richtig in Schwierigkeiten bringen. Das waren deine Achtköpfe. Du hast schon zu viel verraten. Ach, wir verraten noch mehr. Keiji kann mich mal. Sie erzählt noch von dem Schatz. Ich sag ja, Paimon kann Geheimnisse prima für sich behalten. Oh, Paimon. Ich sag nichts von dem Schatz. Ach, by the way, weißt du, wo die Ruinen des verlorenen Arcadia sind? Was wollt ihr denn da, den Schatz suchen? Nein, Fischstäbchen picknicken. Ey, das kann wohl nicht wahr sein. Ich weiß es nicht, Paimon. Du warst verschlossen wie ein Grab. Also, na toll, jetzt hat dieser Spinner dazu gehört. Du aller Spanner, such dir mal ein Leben. Informiere Keiji. Warum muss ich denn jetzt Keiji informieren? Muss ich nicht diesen Spanner erstmal abschlachten? Ist das der Spanner? Nee. Ah, ich werde hier nur gestalkt. Aber mein Charakter ist auch eine Schnuckelige. Und das ist bisher der stärkste Charakter in meiner Gang. Eigentlich muss ich Noelle noch aus dem Team schmeißen, weil Kerle sind in meinem Team nicht erlaubt. Beziehungsweise nicht gern gesehen. Keiji ist ja auch hochkant rausgeflogen. So. Hermann, Junge! Ah, oh, mit dem gehe ich mal ein Bier trinken. Ja, super. Oh Mann, oh Mann. Ja, toll, Keiji steht hier. Keiji, Paimon hat nichts verraten, ich schwör's dir. Wir haben einen Kerl gefragt, der zufällig rumstand. Oh Mann. Ja, Teni Iregatai Monohodo, Teni Statoki, Yorokovio Kanjirareru Monodaro. Oh ja, ich muss doch die ganze Anstrengung hier machen. Du chillst doch hier vor diesem Palast. Sokodeda. Ja, wieso sagst du das nicht gleich? Ey, das ist so ein Hannes, der Typ. Sasayaki no
Im Flüsterwald, Keiichi sollte lieber nicht persönlich hingehen. Paimon und ich, wir werden uns darum kümmern. Genau, wir brauchen dich nicht. Ich bin Keiichi, ich habe 20 Millionen auf dem Konto. Sie hat Hehe gesagt. Wie heißt das noch? Scheiße, ich hab's vergessen. Irgendwie so. Sie sagt's einfach selber. Ey, das kann wohl nicht wahr sein. Ich brauche noch mehr EP. Geht zum vereinbarten Treffpunkt. 300 Meter. Ja, moin. Da teleportiere ich mich aber sowas von hin. Da kannst du ja mal komplett knicken hier. Ey, das ist ja ein Riesenauftrag hier mit dem Keiichi. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun, Kollege. Ja, ich sitze nicht den ganzen Tag zu Hause rum. So wie du. Ey, der Typ ist so scheiße. So, erstmal Edelstein holen. Brocken Eisen! Ah, super! Das brauche ich sogar für diesen Schmiedauftrag. Ja, Premium. Ah, ich bin so gut, Alter. Ich bin ja komplett der Profi. Alter, kennt ihr einen, der so gut Genshin Impact spielt wie ich? Ich nicht. Maus Drift fragt mich auch ständig so über ICQ. Ey, Erdi, hast du ein paar Tipps für mich? Du bist ja schon Abenteuerstufe 7. Ich komme nicht weiter. Und ich so... Nee, ich habe keine Zeit, muss Kartoffelpuffer essen. Oh Gott. Ich regel das kurz, ich habe jetzt das Superschwert. Die haben eh keine Chance mehr. Ich habe ja jetzt dieses Super-Eisschwert. Ey, das war ja gar kein Problem. Ich bin total overpowered. Das sowieso, die können, das sind alles Flachzangen da. Na, echt so, ich bin der King. Das waren doch nur drei halbstarke Koala-Bären. Also, die hättest du auch wohl selber besiegen können mit einer Steinschleuder. Ja, wer soll das denn sonst sein? Die wird hier wohl nicht im Wald rumlaufen, um Eis zu verkaufen, Paimon. Ah. Okay. Was? Ich will trotzdem Geld. Achso, ich sollte der Geld geben. Oh Mann. Dann danke ich dir recht herzlich. Ah, toll. Nee, komm, das habe ich gern gemacht. Ich bin halt wirklich ein Ehrenmann. Ich will dir auf jeden Fall noch Geld geben, wenn wir das vereinbart haben. Na gut, wenn du darauf bestehst. Ich hab nicht mal Geld. Ging ja alles für ihre Fischerschnitte drauf im letzten Video. Paimon, ich feier dich so hardcore. Sie hasst Keiichi auch. Was? Moment, ich muss eben was gucken. Ah, okay. Alles cool. Ich hab gar nicht zugehört. Was? Oh Gott, sie hat das Rätsel gesagt, oder was? Scheiße. Das ist doch scheiße jetzt. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wo der Schatz ist. Für Erdi 4 mit ihrer überragenden Intelligenz sollte das aber kein Problem darstellen. Ja, easy going. 280er IQ am Start. Wow. Doch, Paimon, Keiichi ist auf den Kopf gefallen und zwar mehrmals als Baby, das merkt man doch.
In der Stadt auf dem See. Okay, das muss ich mir merken. Sherlock Holmes Modus an. In der Stadt auf dem See wohnen 3 6-armige Riesen. 2 davon beschützen die Statue, eine den Schatz der Götter. Wir suchen also eine Stadt, die in der Nähe von dem See ist, beziehungsweise auf dem See ist. Das kann nur Mondstadt sein. 6-armige Riesen. Okay, 2 davon beschützen die Statue. Wir brauchen also eine große Statue, die von irgendwelchen größeren Statuen umgeben ist. Oh Mann. Löse das Rätsel. Was? Ich habe das Rätsel doch schon gelöst. Es kann nur Mondstadt sein. Das ist auf dem See. Oh Mann. Ich muss jetzt einfach nur was finden, wo irgendwie 2 Riesen um eine Statue rumschlawenzeln. Das ist doch kein schweres Rätsel. Jetzt muss ich echt nochmal mit Keiichi reden. Ey, ich dachte, das wäre so eine easy Mission. Keiichi will seine Wäsche aus der Reinigung wiederbekommen haben. Ja. Und jetzt muss ich hier so ein bescheuerten Schatz suchen. Und Timmy ist wieder am Start. Erstmal abschlachten. Oh Mann. Lalalalala. Oh Mann, ich werde komplett nass. So, dann kann Amber sich nass regnen lassen. RD4 muss gesund bleiben. Falls Amber wegen Corona ausfällt, ist das nicht allzu tragisch. So, ich muss jetzt erstmal das hier machen. Ich habe das Eisen gesammelt. Wie kannst du mich vergessen, du Schlawiner? Ich bin hier der Größte im Dorf. Ich möchte mir gar nichts schmieden lassen. Hä? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Ja, der hat immer schlechte Laune. Das hätte ich auch, wenn ich so ein kleiner Schmied in Mondstadt wäre. Ja, wenn du so unsympathisch sein willst, dann gehe ich das nächste Mal zu Deichmann oder so. Was? Deichmann? Ich komme aber nicht wegen der Arbeit, sondern wegen dem Smalltalk. Ja, Wagner, du bist ja der unsympathischste Keks, den ich je gesehen habe. Bin ich jetzt Abenteuer Stufe 10? Ich habe immerhin richtig viel geleistet. So, wo ist denn Keiichi jetzt? Ich habe nicht mal einen Wegpunkt. Ist ja super. Ja, ich verfolge das. Ich weiß halt nicht, wo der Typ steht. Ach so, ich darf das Rätsel schon lösen. Ja, siehst du. Ja, easy going. Dann ist das ja gar kein Problem. Ich brauche eine Statue. Das ist auf jeden Fall eine Mondstadt. So viel steht fest. Warte, ich komme mal auf die Karte. Kann man hier irgendwie reinzoomen? Hirschjäger. Das ist der Ritterorden. Das ist die Abenteuergilde. Das sind die Diamanten. Ah, das ist die Taverne. Da müssten wir auch mal hin. Ganz dringend. Ja, das kann eigentlich nur hier sein. Was ist das hier? Dann laufe ich noch ein bisschen höher. Das macht schon Sinn, wenn das ziemlich weit oben ist. Ja, das müsste eigentlich... Guck mal. Diese Statue. Die könnte es doch sein. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Habe ich denn das Rätsel noch... Ach shit! Ah, ich dachte, vielleicht steht da noch dieser Hinweis, aber ich habe mir eigentlich alles gemerkt. Also die Stadt auf dem Wasser, da gibt es eine Statue, die von 6 Armen von Riesen umgeben ist und ein Arm oder 2 Arme beschützen halt den Schatz der Götter. So war das irgendwie. Ich würde mir gerne nochmal dieses Bild angucken, weil das sieht hier nicht danach aus. Nee, hier bin ich falsch. Mann, Erde, du hast es verkackt, ey.
Mann. Scheiße. So, was haben wir hier? Wo kann ich mir denn das Bild nochmal angucken? Ah, toll. Ich brauch Keiichi nicht. Ich krieg das auch so hin. So, aus denen mache ich erstmal Hackfleisch. Ja, sauber. Wo ist denn das? Ha. Das muss in Mondstadt sein. Ich kenne keine andere Stadt auf dem Wasser. Ah, shit. Schon wieder runtergeplumpst. Oh, Mann. Ja gut, dann fragen wir doch mal eben Keiichi. Ich habe leider nicht gut genug zugehört, das ist das Problem. Alles cool. Ah, kann die mal mehr Ausdauer haben? Das ist voll nervig. Ah, toll, die Ausdauer gilt einfach für alle Charaktere. Wahnsinn. Nee, das ist eine Windmühle. Also das Bild, was die Troller mir gezeigt haben aus dem Flüsterwald, das hat auch was damit zu tun. Ich habe mir bloß das Bild jetzt nicht genug eingeprägt, deshalb frage ich einfach nochmal Keiichi. Alles cool. Rede ich nochmal mit dem Hans, vielleicht sagt er mir dann nochmal die Hinweise. Nützt ja jetzt nichts. Oh, wenn sich das Spiel jetzt nochmal aufhängt. Also diese Mission schließe ich definitiv noch in diesem Video ab. Das darf ja nicht wahr sein hier. Keiichi, da bist du ja. Nein, noch nicht mit Wood. Tschüss. Ja. Boah, was ist das denn für ein Nerd? Ja, zurückgekommen. Seine Jungs da, die Gekarri. Ja, und was für welche? Eigentlich nicht. Hätte ich mir das Bild eingeprägt, hätte ich das schon längst gefunden. Ah, ich habe das falsch gelesen. Alter, ich habe Sherlock Holmes, den zweiten Fall gelöst. Das waren wirklich schwere Rätsel. Das hier ist Kindergarten. Das macht sogar Sinn mit den Windmühlen. Die hätte ich mal zählen sollen, aber keine Ahnung. Ja, die Windmühlen sind jetzt auch nicht so groß. Naja. Ja, das habe ich. Paimon hat's gelöst. Paimon 300 IQ. Hehe. Oh Mann. Alter, Paimon hat so viel Energie. Die ist echt hyperaktiv. Aber auf eine positive Weise. So, let's go. Oh, jetzt gehen die Videos aber auch echt lange. Aber das soll ja auch so sein. Ja, das ist halt die größte Windmühle. Lalalala, ich fliege durch die Gegend. Ah, okay, hier sind zwei Windmühlen. Sehr gut. Aber den Ort habe ich ja vorher nicht gefunden. Das war das Problem. Was? Ich kann da nicht hoch? Oh, scheiße, wie komme ich denn in die Windmühle rein? Spiel, da ist doch die Tür. Ja, kann wohl nicht wahr sein jetzt. Muss ich da hochfliegen oder was? Ey, das ist ja jetzt wohl der absolute Joke. Das kann ich da nochmal hochtigern. Oh, Mann. Hier bleibt mir auch nichts erspart. Ja, das passt doch nicht. Ich muss ja noch höher.
Ja, man kann sogar noch höher. Ja, aber das passt doch trotzdem nicht. Oh, nee. Oh, die Musik ist so beruhigend. Das ist so schön hier. So. Nee, das passt auch noch nicht. Muss noch höher. Ja, ihr denkt bestimmt, was macht er denn da schon wieder? Du kannst doch einfach durch die Tür laufen wahrscheinlich, aber ich mach's wieder unnötig kompliziert. Da kennt man ja schon. Ja, toll. Ich glaube trotzdem nicht, dass ich da hinkomme. Jetzt bin ich ja viel zu weit weg von der ollen Windmühle. Ah, scheiß die Wand an. Hä, wie soll ich denn da hinkommen, du Hans? Oh, nee. Ach, alles wieder Keiji Schuld. Soll ich jetzt von Dach zu Dach hüpfen, oder was? Warte, ich kann doch auch irgendwie klettern. Da war doch was. Wie klettert man denn nochmal? Oh, nein. Warte, da war ein Pilz. Den nehme ich. Scheiße, ich hab's verkackt. Ah, Gott sei Dank. Ich hab keine Ahnung, wie man klettert, Leute. Es ist leider so. Flieg! Flieg, mein Engelchen! Ah, hier ist eine Schatztruhe. Ich bin so gut. Ich bin safe der einzige Spieler von ganz Genshin, der die entdeckt hat. Weil ich einfach so ein Profi bin. Ja, also wenn ich klettern kann, ist das ja kein Thema. Oh, wieso fliegst du nicht, du Schachtel? Okay, man kann echt klettern. Das ist natürlich Premium. Aber wie soll ich da jetzt rumkommen? Gibt es hier irgendwie ein Fenster, wo ich reinklettern kann? Okay, ich kann außen rum. Oh Gott, man verliert Stamina. Scheiße. Los, RD4, wir müssen da hoch, bevor du runterplumpst wie so ein Walfisch, was? Oh, komm. Los, RD. So, jetzt erstmal Ausdauer aufladen. Bin ich überhaupt an der richtigen Windmühle? Ich weiß es nicht. Oh, ist das schwierig hier. Okay, klettern ist ganz einfach. Man muss einfach nur in die Wand springen. Ich hätte natürlich auch die Leiter hier benutzen können, wie so ein Waschlappen. Aber das ist natürlich zu einfach. Da zieht RDLP gar nicht ein. Das ist doch kein Schwert, das ist eine Vanillepflanze. Wie lasse ich denn los? Ich habe keine Ahnung. So. RDLP, der Kletteraffe, hat's wieder voll drauf. Geil. Erstmal noch Pilze eingesammelt. Alter, Keiji, dein Auftrag ist so scheiße. Paimon ist ganz aus dem Häuschen, wie beim Feueralarm. Sehr gut. Oh, das ist ja voll traurig. Oh. Nein! Keiji, ich hasse dich! Was hast du denn nachgedacht? Echt so, ich hab die ganze Arbeit gemacht. Oh, die ist so süß! Ja, toll, kann ich nochmal mit dem Hans sprechen? Ja, ich kann mir die Karte ja nicht mal angucken. Es ist so ein Witz. Oh Mann, was eine Grütze. Keiji, der olle Saftsack. Der macht sich doch lustig über mich. Es gibt gar keinen Schatz. So geht's ja viel schneller. Ich mach das jetzt noch fertig mit Keijis Auftrag. Und wenn's das letzte ist. Oh, Leute. Ich will richtig IP für diese Scheiße bekommen. Oh, das habe ich noch gar nicht gesagt. Die Leidenschaft der sprudelnden Quelle ist nur eine Fassade. Erst in eisiger Stille zeigt sie ihr wahres Gesicht. Okay.
Die Leidenschaft der sprudelnden Quelle. Wir müssen also zu irgendeinem Gewässer, was in der Nähe von einem eisiger Umgebung ist. Okay, kenne ich aber nicht. Ich lese nur Romane, die von Bruce Willis geschrieben wurden. Ich lese kein Liebes-Schnickschnack. Paimon, ey. Oh, Mann. Mann, Keishi, du regst mich auf, du regst Paimon auf, du regst alle auf. Ja, das muss es sein. Ist der Wasserstand immer gleich? Weil das sprudelt und manchmal nicht, weil es dann in eisiger Kälte ist. Also ich brauche so ein Gewässer, wo der Wasserstand von der Umgebungstemperatur abhängig ist. それなら清泉町の裏山にある滝のことだな。モンドの清き泉が情熱的な一面を見せてくれているのはあそこだけだろう。滝の心についてはおそらく滝の左側を指すはずだ。ちょうど最後の寂しさに震える時は神の目が操る氷元素と何か関係があると思うぜ。 Scheiße, ich brauch den Hans. Ja, ich lass den mal alleine mit seinen Hentai-Heften. Überlass das mal Paimon und mir, unseren fähigen Händen. Oh Mann, ey. Was ein langes Video. Es nützt nichts, Leute. Da muss ich jetzt durch. Wenn Keiji hier 20.000 Probleme hat mit der Schatzsuche. Alter, ist das aufregend. Nicht. Oh, toll. Das war wieder am Arsch der Welt, ist es so klar. Ja, es ist halt echt am Arsch der Welt. Da war ich ja noch nie. Oh Mann, oh Mann. Jetzt schickt er mich in irgend so ein Gebiet, in dem ich noch nie rumgetigert bin. Das kann ja nur schlecht wieder ausgehen für mich. So, ich werde jetzt keine Gegner niedermetzeln. Ich werde hier gar nichts machen. Ich werde keine Truhen einsammeln. Ich werde nichts machen. Ich werde einfach meine Aufgabe jetzt machen. Ich lasse mich jetzt mal nicht ablenken. So, da ist noch Eisenerz, das hole ich noch direkt. Ehrlich, hier, ich werde mich nicht ablenken lassen, ich werde nur meine Aufgabe machen. Es gibt hier aber auch so viel zum Einsammeln. Das kann ich jetzt nicht alles liegen lassen. Und seitdem ich weiß, dass man klettern kann, hat das Spiel sich sowieso radikal verändert. Der absolute Hit hier. Ah, so geht das noch schneller. Ja, ist ja Premium. Alter RDLP, kompletter Vollprofi jetzt einfach. Oh, das ist noch weiter den Berg hoch. Mann, Keiji, was machst du? Du hast doch völlig den Verstand verloren. Da ist schon wieder so ein Seelending. Nein, ich will jetzt nicht den Baum hoch wie eine Katze, die Angst vorm Hund hat. Ich will diese Frucht. So. Noch mehr Eisenerz. Alter, was ein Oschi. Schneller. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Da ist ein Wildschwein, das hole ich mir. Fleisch kann man immer gebrauchen. What the fuck, das greift mich ja sogar an. Bleib hier, du Hans. Jetzt reicht's mir aber. Scheiß Vieh. So. Dafür ist der Sniper Amber ganz gut. Aber jetzt habe ich diesen Keiji gar nicht mitgenommen. Den brauche ich ja eigentlich. Weil der Wasserfall muss ja irgendwie zugefroren werden. Habe ich, glaube ich, richtig erkannt. Gut, hier ist ein Teleportationspunkt. Das gibt nochmal EP. Sehr gut. Was? Oh, scheiße. Der hat einfach ein Schutzschild. Das ist ja voll unfair.
Das schaffe ich nicht. Das geht ja mal gar nicht fit hier. Wo ist der Typ hin? Aber was ist denn das hier für eine Grütze? Ein Schleim, der mit einer Pyro-Mantelung schützt. Du könntest deine Verteidigung womöglich mit Elektro oder anderen Angriffen. Ja, toll. Das sagst du mir jetzt, oder was? Oh shit, wo ist denn Lisa? So, jetzt wisst ihr ja. Jetzt ist die Schicht im Schach. Ah, du Keks, Alter, jetzt bist du down. Kannst mich mal, du Schwanz. Oh, shit, ich hab keine Zeit mehr. Das hab ich verkackt. RDLP hat's verkackt. Nein, 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 nein. Ich hab's verkackt. Ah, oh, Lisa ist fast down, das ist super. Was, der lebt immer noch? Kann gar nicht sein. Hier, verpiss dich jetzt, du Hans. So, jetzt geht's. Wird jetzt zappenduster gemacht. So, ja, die 4 raus. So, hier, Verwirbelung. Ah, Lisa ist echt fast down. Hier, gehen wir manuell. Errungenschaft freigeschaltet. Was? Noch mehr Gegner? Wie soll das denn gehen? Das ist ja unmöglich. Ein Schleim, der sich... Oh mein Gott, dafür muss ich die Leute echt aufwerten. Das geht nicht. Das schafft man nicht. Ich dachte, ein Gegner wäre das. Oh mein Gott. Das schaffe ich noch nicht. Okay, dazu braucht man also die Level. Ja toll, jetzt ist aber Lisa fast down. Ja, Lisa braucht eben was zum Futtern. Das geht ja nicht hier. Okay, das brauche ich für Lisa. Nein, noch nicht auf Erd... Oh Mann. Jetzt habe ich umsonst das verballert. Ein Schleim, du kannst mit dem Pyro oder anderen gegriffen. Okay, habe ich doch schon gelesen. Ich habe es doch schon gelesen. Ein Schleim, ja... Schaden, der hören das. Okay. Bla bla bla. Die Leute könnten mir auch mal helfen hier. Haben sie natürlich wieder nicht nötig. Siegfrieder, du kannst mich mal. So, hier ist Quellingen. Boah, ich bin schon wieder fast verregt. Ist das nicht auch so ein Herausforderungspunkt? So, zack. Ne, das ist ein Teleportationspunkt. 5 Urgestein, sehr gut. Da hinten ist auch noch einer. Den kann ich jetzt aber nicht einsammeln. Ich habe gerade keine Zeit. Ach shit, meine Ausdauer. So, den Schwarzbrückenbarsch nehmen wir mit. Wie wechsle ich denn jetzt zu Keiichi? Ich glaube, ich muss noch höher. So, Ausdauer aufladen. Das wird echt ein langes Video. Aber Mausdrift wollte ja 10 Stunden Videos. Wieso kann die Figur nicht weiterkämpfen? Nein, ich bin verreckt. Was? Ich habe da extra einen Angriff gemacht. Okay, RD4 ist wieder hergestellt. Ich muss da nach ganz oben. Hä, wie soll ich das denn bewerkstelligen? Hast du jetzt völlig den Verstand verloren, Spiel? Da mache ich es ganz gechillt. Ich habe gelesen, wenn man nicht springt, dann hat man mehr Ausdauer beim Klettern. Man muss geduldig sein in diesem Spiel, Leute. Ja, das sollte passen von der Ausdauer. Das wird überhaupt nicht passen.
werde schon wieder verrecken. Ah, das wird eng. Komm schon, RD. L4 ist schon wieder verreckt. Ja, es geht halt nicht. Ich tige einfach außenrum, ey. Ich hab's ja wieder nicht drauf. Ah, oh, das Video geht ja echt 20 Jahre. 55 Minuten geht das schon. Nur weil Keiichi ein Problem hat. Oh, meine Güte. Dieser Lackaffe. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. So, erstmal das Ganze einsammeln hier. Ja, sammel ein, komm. So, diesen Teleportationspunkt schalte ich auch noch kurz frei. Na, das ist eine Herausforderung. Da kann ich eh noch alles nicht schaffen. Es ist halt einfach so. Oh, ich hasse Keiichi. Ich hasse ihn von ganzem Herzen. Ja, halt die Schnauze, Amber. Wieso spiele ich eigentlich mit der? Hier, bring mir mal Noelle ran. L4 hat ja kein Leben mehr. So, zack. Ja, schon am Morgen jetzt. Am Morgen danach ist es schon. Alter, dauert das lange, diesen Wasserfall hochzuklettern. Das müsste jetzt aber passen. Da kann ich sogar hochjumpen. So. Ja, verschwende noch mehr Ausdauer. Hallo, du sollst berghoch klettern. Oh, Noelle, das olle Mannsweib. Kann schon wieder nix. So. Ja, jetzt brauche ich Kyrokraft. Ich habe aber keine. Hier, Keiichi, komm mal mit. Wie wechsle ich denn zu dem? Auswählen. Ja, hallo. Was soll ich denn jetzt machen hier? Hier, gib mir mal Lisa. War Lisa nicht fast down? Ich glaube, Lisa war fast down. Wie statte ich denn jetzt Keiichi aus? Das Spiel ist so kompliziert manchmal. Oh Mann. Verpiss dich jetzt, ich hab keine Zeit mehr für dich. So, hier, hübsche Truhe. Ah, ich brauch Keiichi gar nicht, sehr gut. Ja, es hat echt lange gedauert. Ja, es hat Keiichi doch hingekrickelt. Der wollte uns nur verarschen. Ja, und nun gehe ich in Urlaub. Sprechen wir einmal mit Keiichi. Gehen wir gleich zu... Ja, Paimon hat auch die richtige Idee. Die hat auch keinen Bock mehr auf Keiichi. Oh, den habe ich komplett vergessen. Natürlich, Paimon, das hängst du dir über den Kamin, ich sehe das jetzt schon. Ja, ja, klar. Du Schnuckiputz. Ich will sie ja nicht die mächtigste Paimon aller Zeiten werden. Oh. Okay. Amber ist fast down. Lisa ist zum Glück nicht down. Ja gut, ich muss RD4 jetzt was zu essen geben. Sonst verreckt die mir gleich wieder. Hier, das hat doch auch viel. Ein paar Äpfel habe ich ja auch gesammelt.
Ich muss mal ein paar mehr Gerichte kochen. Oh, toll. Oh, super. Ja, er die 4 komplett überpowered. Ich sehe nichts, da ist eine Palme im Weg. Bam, Combo, krass, bam, bumm, bam, kaputt. Wo bist du? Scheißvieh! Okay, sehr gut. So, Kiefernpflanze. Da werde ich mich aber sowas von hin teleportieren. Oh, das Video geht echt eine Stunde. Über eine Stunde. Ich will diesen Schatz jetzt aber noch. Finde den Ort, an dem der Schatz vergraben ist. Ja, natürlich. Wo ist denn das? Champignons nehme ich mit. Das ist gar nichts. Ich glaube, das ist unten. Da fliegen wir kurz hin und dann hole ich mir den Schatz, weil ich kann Paimon jetzt nicht enttäuschen. Die wartet schon die ganze Zeit so sehnsüchtig und erwartungsvoll auf den Schatz. Wenn ich ihr jetzt sage, das Video ist vorbei, dann heult die. Und ich möchte Paimon nicht traurig machen. Das war vielleicht dämlich. Wie mache ich den Angriff, wenn ich runterfalle? Das habe ich irgendwie gelesen, dass man das kann. Ah, okay. Jetzt wird gebuddelt und eine Sandburg gebaut. Ja, ist ein Hinterhalt, ich hab's doch gesagt. Jetzt kommen 20 KGs an und verprügeln uns und klauen uns unser Essensgeld. Ja. Auf dich achtet man auf jeden Fall. Wenn du in den Club kommst, alle Augen auf Paimon. Genial. Natürlich, Paimon, ist nur eine Maus. Das ist bestimmt kein Schatzräuber, der uns abschlachten will. Ey, das ist die längste Quest, die ich je machen musste. Wirklich jetzt? Ich muss noch mehr machen. Ich zieh das jetzt durch mit Keiji. Es ist mir sowas von egal. Es wird ewig dauern, bis das Video in HD ist. Oh mein Gott. Vielleicht sollte ich zukünftig 2 Teiler hochladen. Ja, ich mach 2 Teiler. Ist jetzt aber egal. Hä, der ist schon down. RDLP komplett über... Der Überprofi. Ah, der ist schon runtergefallen. Sehr gut. Oh, fuck. Scheiße, ich verdampf hier noch. Jetzt reicht's mir. Du kriegst jetzt auf die Klöten. Ihr kriegt alle auf die Klöten. So, tschüss. Das hat mich safe richtig Leben gekostet jetzt. Ja, sag ich doch. Egal. Ja, supi. Von 60 Sekunden, sonst geht's noch, ne? Drück doch Q! Sind jetzt alle Gegner besiegt? Ne, natürlich nicht. 60 Sekunden ist viel zu krass. Verpiss dich! Ich hab's gepackt! An der L4 ist schon wieder fast down. Ja, super. Oh Mann. Lalalala, Amber, wirf mal dein Kuschelmonster ab.
Ah, dann mache ich das jetzt kaputt. Das dauert ja ewig hier. Hier ist nicht mal was. Wahnsinn. Was muss ich denn hier noch alles machen? Ey, Keiichi, dein Schatz, der ist am Arsch der Welt. Ich will ein richtig gutes 10-Sterne-Schwert dafür bekommen. Paimon. Ich weiß es leider nicht. Oh, ist die süß. Was will denn der Schmierlappen? Du kannst mich mal, Kollege. Ich hol mir den Schatz. Jemand von den Schatzräubern? Ein Informant? Ja, ich verarsche den ein bisschen. Er hat Corona, deswegen der Mundschutz. Ist ja interessant. Ist doch egal, das ist nur ein Dulli, den metzel ich in 2 Sekunden nieder. Paimon, Alter. Ja, Paimon, mach ihn fertig. Ich guck zu mit Popcorn. Das wird super. Ja. Ja, mach doch, ist mir doch egal, ich hab Paimon. Ah, Gott, der Typ regt mich auf. Ja, toll, jetzt werde ich von Keiichi rausgeboxt. Ich hab dich nicht gebraucht. Ich hatte die Lage voll unter Kontrolle. Und diese Brillenschlange brauche ich erst recht nicht. Oh nein, wer konnte nur damit rechnen? Oh Mann. Ja, Paimon, der ist hier nicht zum Fischstäbchen sammeln. Das wird Keiichi sich schon zusammengereimt haben, auch wenn er ein IQ von 34 hat. Nichts hast du fast gehabt. Du hättest dir fast ein blaues Auge von mir eingefangen. Keiichi hat mich verarscht, ich wusste es. Es ging nur darum, diese Schatzräuber aus Mondstadt auf frischer Tat zu ertappen. Und deswegen mache ich mir hier die ganze Arbeit, dieser Wichser, ey. Und Paimon ist jetzt traurig. Oh, Keiichi, du kriegst so auf die Fresse, Alter. Du hast Paimon enttäuscht. Ich wusste es. Ich hab doch gesagt, ich hab das ganze Video lang gesagt, Keiichi verarscht uns. Jetzt rennt er weg wie so ein Eichhörnchen. Was eine Pussy. Was ist das für ein Vieh? Jetzt will ich richtig eine fette Belohnung bekommen. What the? Was zur Hölle? Dieser Volldepp. Was? Ich mach das doch nicht mit Keiichi. So einen Gegner kannst du nicht mit so einem Dulli machen. Oh, fuck off. Der wird mich sowas von killen. Oh, scheiße. Ich bin nicht bereit für diese Aufgabe. Oh, fuck. Ich werd richtig schön verrecken jetzt. Emma, wirf mal dein Plüschchen ab. Ach, du Schande. Neues Monster, ja, du kommst mir ja früh. Ihre größte Schwachstelle sind ihr Kopf und ihr freiliegenden Kern am Rücken, wenn du es schaffen solltest, die Stelle zu treffen. Okay, dann nimm mal doch Amber. Ja, das ist doch mal sehr schön. Was habe ich denn jetzt noch hier? Gegner, die an Schwachstellen getroffen werden, sind kurze Zeit bewegungsunfähig, verlieren das Gleichgewicht oder werden auf andere Weise beeinträchtigt. Wenn du die Schwachstellen der verschiedenen Gegner kennst, wird die Auseinandersetzung mit ihnen viel einfacher. Ah ja. Oh, scheiße, ich krieg richtig auf die Klöten. Weiß nicht, wo ich hinziehen soll. Oh Mann. Oh mein Gott. Amber ist down, scheiße. Das ist jetzt ganz schlecht. Aber ich habe ja noch ein paar Leute, ne?
Oh, Leute, Leute, Leute. Jetzt macht er wieder die Superattacke hier. Fuck off, was ist das? Jetzt sowas von verrecken, Alter. Alter Schwede! Lisa darf jetzt nicht auch noch verrecken. Okay, das hat anscheinend echt was gebracht. So, ausweichen. Digga, wie lange willst du noch dich im Kreis drehen? Oh Mann. Oh, scheiße, noch mehr Gegner. Das wird nichts. Ich werde sowas von verrecken. Oh, fuck, Alter. Ich krieg richtig auf die Klöten. Wie viel Leben habe ich denn noch mit dem Hans? Mit RD4 habe ich gar nichts mehr. Kann ich einfach mittendrin ins Inventar gehen? Das wäre voll cool. Weil ich muss die mal alle hier... Achso, die muss ich erst wiederbeleben. Ja, ich bin hier auch mit halbem Leben reingegangen in alle Kämpfe. So, das war's mit euch. Jetzt kann der einpacken. Ja, das war vielleicht ein dämlicher Angriff. Was hat Noel denn für einen super Angriff? Oh, super. Angriff verbaselt. Ich schaff das, Leute. I got this. Oh, scheiße. Oh Mann. Was machst du? Ich will Amber nicht wiederbeleben. Die ist zwar gerade am besten für den Kampf, es interessiert mich aber nicht. Ah, Scheißdreck. Das war bisher definitiv der schwerste Gegner. Ah, fuck off. Du bist down, Kollege. Siehst doch endlich ein. Ich habe ihn besiegt. Oh mein Gott, war das ein Video? Ja, achte beim Spielen, was? Halt die Schnauze, ich hab die Schnauze voll. Krieg ich jetzt eine Belohnung, so 5000 Edelsteine. Feind, oh Mann. Echt so, Paimon. Jetzt darfst du wirklich mal an die Decke gehen. Du kannst mich mal, Keiichi. Wir hassen dich jetzt alle. Du hast Paimon zum Weinen gebracht. Ich hab dich nicht informiert, weil ich dich nicht mag. So sieht's aus, Paimon. Mit dem reden wir nie wieder. Deswegen habe ich ihn noch aus dem Team geschmissen. Ich warte hier gar nicht mehr. Keine Honigmöhrenfleischpfanne der Welt kann diesen Betrug wieder gut machen. この黎明の神剣は俺個人が大切にしているコレクションだが、これで黎明の神剣？そうだ。
Jetzt schleimt er sich wieder ein. Nein, ich hab dich noch nie gemocht. Ich bin nicht dein Freund. Ja, was ein schöner Tag. Kompletten Tag verschwendet habe ich wegen dir. Ich hätte genauso gut Counter-Striker spielen können. Mann. Na, immerhin. Aha. Abenteuerstufe 8, na immerhin. So, eine wichtige Information. Knoten des Flusses der Elemente, die durch starken Willen sichtbar werden. Berühre sie und besiege die Gegner, damit eine Blüte des Flusses der Elemente erscheint. Verbrauchst du ursprüngliches Harz, kannst du unfassbare Schätze bergen. Okay. Gut, das wär's für dieses Video. Warte, hier ist noch eine wertvolle Truhe. Und dann werten wir im nächsten Video meinen Charakter auf. Ich werde auf jeden Fall jetzt immer nur so halbe Stunde Parts machen, aber dann täglich zwei. Dann läuft das. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich, RDLP, und ich hasse KG.